Hallo und einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie da sind und über Ihr Interesse an digitalisierter Besucherforschung. Ich möchte auch gleich einsteigen. Sie kennen das, Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts, sagt man. Deshalb müssen wir uns fragen, warum wird in Museen kaum evaluiert? Nun, zwei britische Kollegen haben dazu bereits in den 90ern verschiedene Überlegungen angestellt und sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Zum einen, wir haben keine Berücksichtigung auf politischer Ebene. Außerdem, vielleicht ein heißes Eisen, aber gerade in der Slam-Runde, denke ich, kann man das mal benennen. Es gibt durchaus in der einen oder anderen Einrichtung den Widerwillen zu evaluieren. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Mangel an klar formulierten Zielen, unzureichende Fachexpertise und natürlich, klar, fehlende Finanzmittel. Letzteres finde ich schwierig in Einrichtungen als Argumentation, die häufig mit ein-, zweistelligen Millionenbeträgen frisch aktualisiert wurden. Zumindest dort sollten Mittel da sein, um entsprechende Arbeiten qualitätsentwickelnd und sichernd durchzuführen. Nun, was kann Digitalisierung hier beitragen? Besucherforschung wird schlicht effizienter und effektiver. Wir sparen Mittel, Zeit und häufig notwendige Fachexpertise. Das gilt nicht nur für die klassischen Befragungen, sondern mittlerweile auch für eine ganze Reihe weiterer interessanter Instrumente. An der Stelle darf ich, vielen Dank an Herrn Holtweg vom Organisationskomitee, auf unsere frisch freigeschaltete Seite Visitors Perspective EU verweisen, auf der wir diese Angebote vorstellen. Wichtig immer bei Besucherforschung, meiner Erfahrung nach, ein Methodenmix, um Stärken und Schwächen verschiedener Erhebungsinstrumente auszugleichen. Dann habe ich Ihnen noch eine geheime Zutat mitgebracht, nämlich das Benchmarking. Benchmarking bedeutet schlicht, dass wir eine vergleichende Analyse von Ergebnissen verschiedener Einrichtungen durchführen, was den Riesenvorteil hat, dass wir die Ergebnisse unserer eigenen Einrichtung bzw. Sie von Ihrer Einrichtung, dass wir diese viel besser in Zusammenhang, in Kontext stellen und interpretieren können. Beispiele dafür, dass es diese Benchmarking-Möglichkeiten durchaus gibt, möchte ich Ihnen im Folgenden vorstellen. Digitalisierte Befragungen, Sie kennen vielleicht Kulturmonitoring, Kulmon, ein Projekt hier in Deutschland, das solche Vergleiche durchführt. Ein weiteres gibt es in Nordamerika, Collaboration for Ongoing Visitor Experience Studies, kurz COVES, wo sich fast 40 Einrichtungen zusammengetan haben, unterschiedliche Einrichtungen und identische Fragebögen vergleichen, um individuell und gemeinsam an Qualitätsentwicklung arbeiten zu können. Digitalisierte Beobachtungen, wir haben ein international innovatives Instrument entwickelt, darf ich so sagen, mit dem Sie Verweildauern, Besucherverhalten, soziodemografische Daten in Ihren Ausstellungen erheben können. Und auch hier gibt es die Möglichkeit des Benchmarkings, beispielsweise über die hochinteressante Arbeit der amerikanischen Kollegin Beverly Sorrell, die über 100 Ausstellungsbeobachtungen miteinander verglichen hat und dabei zu so unglaublich interessanten Ergebnissen kam wie diesem, dass in 80% der Ausstellungen die Verweildauer weniger als 20 Minuten beträgt, unabhängig von Größe und Thema. Wir haben übrigens bei unseren Arbeiten hier in Deutschland sehr häufig solche Ergebnisse bestätigen können. Dann haben wir das digitalisierte Medienstationstracking. Medienstationen, muss ich Ihnen nicht sagen, nehmen immer mehr zu in allen möglichen Formen. Hier gibt es noch keinen Benchmark, aber wie wichtig das ist, möchte ich Ihnen an diesem Beispiel kurz zeigen. Die blauen Balken zeigen Ihnen die tatsächliche Dauer von Videos in einem Museum, in dem wir evaluiert haben. Die roten Balken zeigen Ihnen die gemessene Besucherdauer, die verbracht wurde vor diesen Geräten. Das heißt, Sie haben im Schnitt über 50 Sekunden tatsächliche Videolänge, im Schnitt knapp über 10 Sekunden durchschnittliche Verweildauer. Das sollte uns dringend etwas sagen, was die Überarbeitung solcher Angebote angeht. Ich komme zu Fazit und Angebot. Besucherforschung kann vielfältige Beiträge für Museen liefern. Den Willen dazu vorausgesetzt, kann Besucherforschung deutlich effektiver und effizienter gestaltet werden. Eben so meine Idee durch Digitalisierung. Dazu, ich muss verrückt sein, noch ein Angebot. Wir suchen nämlich Partnereinrichtungen für eine agile Einführung digitalisierter Instrumente. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Tagung. Vielleicht sehen wir uns auf WonderMe. Bis dann.